Hallo Paraguay Live, ich bin der Pit. Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Heute warm, aber wie ihr seht, schön bewölkt. Heute wollte ich euch eine persönliche Geschichte erzählen. Und zwar geht es nicht nur um Wasserqualität, also Trinkwasserqualität, was also sehr wichtig ist, aber es geht auch um Nierensteine, wo ich persönlich als in Deutschland fast 20 Jahre lang Riesenprobleme hatte. Und das wird das Thema von diesem heutigen Video. Okay, bis dann, ciao. Also, als wir 2003 nach Paraguay kamen, die erste Frage, oder mit die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war natürlich, wie bekommen wir Top-Wasser? Also, vorwiegend natürlich für uns, aber auch für unsere Tiere, als auch für die Pflanzen. So, und da gab es natürlich praktisch nur eine Möglichkeit. Also, die beste haben wir natürlich also gewählt. Und das war Tiefbrunnen. Genau so ist es. Ja, Tiefbrunnen. So, also in Paraguay, beziehungsweise vorwiegend in diesem Departamento, also in diesem Land Cordillera, aber wir können auch über Piribebuy reden, gibt es also wirklich kaum oder gar keine Wasserprobleme. Also wie gesagt, so ein Männchen ist ja gekommen, hat gesagt, Pitt, wo willst du das Wasser haben? Ich habe mir da Gedanken gemacht, das kann ja doch wohl nicht sein, dass es so leicht ist. Ja? Also ich denke sicher ja auch nicht, dass es so einfach wäre. Ja? Was war los? Gut. Die Trupps sind gekommen, haben gesagt, hier willst du haben, okay, gar kein Problem. Und in 2 Wochen war die Sache erledigt. Also die haben gebohrt, ganze 100 Meter tief. Ich denke, dass es gar nicht mal nötig war, so tief zu bohren. Also das Wasser kam bei uns so nach, sag mal, 25, 30 Meter, schätze ich mal. Aber ich denke, oder ich bin ja überzeugt, man sollte das Lehrgeld bezahlen. Kam so ein Weißer, so ein Ausländer, ja, der hat natürlich viel Geld, also komm, lass ihn doch mal 100 Meter tief bohren. Na gut, wurde mir zwar auch gesagt, dass es dann mal später keine Möglichkeit gibt, es tiefer zu bohren. Ja, also haben wir gesagt, okay, lieber ein paar Meter zu tief als zu wenig. Und wir sind auf ganze 100 Meter in die Tiefe gegangen und haben wir jetzt Top-Wasserversorgung. Also wirklich Top-Wasserversorgung, Trinkwasserqualität. Und das war auch nötig. Also wie gesagt, 15 Jahre sind wir hier und keine Wasserprobleme. Wir haben wirklich Trinkwasserqualität. Und das spüren wir. Vor allem ich, also mit diesen Nierensteinen. Ja, also wie gesagt, praktisch von Geburt an hatte ich Nierensteinprobleme. Zuerst Sand und dann Nierensteine. Und das sind also wirklich schmerzhafte Sachen. Da kann ich euch 100% sagen, keine leichte Aufgabe, die loszuwerden. So, als wir nach Paraguay kamen, Tiefbrunnen und Trinkwasserqualität. Also wirklich top. Seitdem also wirklich keine Probleme. 15 Jahre vielleicht ein einziges Mal habe ich da so ein bisschen was gespürt. Aber sonst gar nichts. Also wirklich, wir sehen es an verschiedenen Geräten. Also Waschmaschine funktioniert 20 Jahre schon. Ja, kein Kalk. Super, top Trinkwasserqualität. Also ich rate euch wirklich, hier bei uns auf diesen Grundstücken gibt es wirklich Top-Wasserqualität. Kommen wir gleich zu den Kosten, okay? Also summa summarum kommt hier sicherlich auf 6.000, 7.000 Euro, ja, ungefähr. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, da wir auch mehrere Grundstücke verkaufen, aber da komme ich also im nächsten Video dazu. Also wie gesagt, das Tiefbrunnen haben wir vor 15 Jahren machen lassen und 15 Jahre Top-Trinkwasserqualität. Also das ist am wichtigsten, glaubt mir. Und hier auf diesen Grundstücken habt ihr auf jeden Fall gar kein Problem. Okay? So, komme ich aber nochmal zu den Nierensteinen. Also die sind
wir bzw. ich nur wirklich losgeworden. Also ich trinke ungefähr, sage ich mal, 4 Liter Wasser am Tag, 3 Liter, also wenn es heiß ist, wirklich hier 4 bis 5 Liter sogar. Also wirklich geht es mir gut, der Körper wird gereinigt und wie gesagt, mir geht es wirklich top. Also rate ich euch auch natürlich den Tiefbrunnen, oder um die Top-Wasserqualität zu bekommen. Okay, also die nächsten Fragen bitte stellen, anrufen oder auch die E-Mail bitte benutzen, weil das ist ja auch wichtig, gebe ich euch natürlich auch hier links wieder, wie immer, ja, die Kontaktdaten, wo ihr euch mich persönlich erreichen könnt. Benutzt aber auch die Kommentare, weil das ist ja auch wichtig, und bitte Daumen nach oben, Like, wie immer nach oben und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Okay, mach's gut, ciao, ciao.